Aber Ja, genau das. welche Kriterien setzen Sie an? Also wir haben Bodenschätze, wir haben Also, Geografie. Gehen wir mal die einzelnen Punkte durch. ja, fangen wir mal an. Also in dem Kartenspiel haben wir uns beschränkt auf Bodenschätze, Geografie, Klimazone, Flora und Fauna, Religion, Geschichte und Politik und Bevölkerungsdichte und Wirtschaft. Das prägt uns alles. Dazu kann man dann aber natürlich in manchen Fällen noch das Wetter nehmen oder andere weitere Faktoren. Aber mit diesen Faktoren. Und wie spiele ich jetzt damit? Ich kaufe jetzt dieses, also jetzt gehen wir wirklich in die Anleitung rein, wie spiele ich jetzt damit? So, also wenn. Ich kaufe jetzt dieses Set, habe da jetzt einen Coach, der interkulturell weiterbringen soll. Wie geht der jetzt vor, wenn er seinen Leuten das hinlegt? Was soll er mit denen machen, damit die sich das mit dem Kartenspiel beibringen? Also Machen wir hat nur sich. eine 5-Minuten-Anleitung, dass wir das Finale jetzt nur so gestalten können. So, also das ist immer die Frage, will man jetzt wirklich nur damit spielen oder will man damit lernen? Wenn man Lernen, lernen. will damit, dann ist es ganz einfach. Dann muss man als erstes mal die Oder Frage. wenn Sie sagen, die Familie, die Sie zuerst gehabt haben, wenn Sie denen das in die Hand drücken, wo Ja. die Mama kommen ist und die hat da aus zwei verschiedenen Regionen ihre zwei Kinder. Oder Okay. einen Manager, der jetzt in dieses neue Land, nehmen wir das Fallbeispiel, das Sie am Anfang gewählt hatten, den Manager, der jetzt in 3 Stunden das übernehmen soll. Also, dann können wir Folgendes machen. Was Wir macht gucken. er mit diesem Quartett? Der fängt gar nicht mit dem Quartett an. Der liest einmal kurz mein Buch durch. Das haben Okay. wir ja extra eingedampft. Also, normalerweise hat ja, oder das Buch hatte zu Anfang viel mehr Seiten. Und wir haben es Man so muss sagen, eingedampft. es ist wirklich mittlerweile, ich zeige es einmal in die Kamera, es ist wirklich also ganz, ganz, also unter 100 Seiten. Genau. Ganz knapp. Ich kenne genug Leute, die nicht lesen. Und immer weniger Leute lesen. Und deshalb haben wir sehr Ich viel liebe früher es zu lesen, aber darauf. nicht, weil Lesen so geil ist, sondern weil so wichtiges Wissen drin entsteht. Ja, aber wir konnten es eindampfen. Wir haben mehrfaches Lektorat benutzt und wir haben immer wieder Sehr eingedampft. komprimiert geschrieben, ja? Ja, und trotzdem hoffe ich, dass es lustig genug ist. Denn Angenehm zu lesen. das war mir wichtig. Es soll Spaß machen. So, und wenn ich die 100 Seiten gelesen habe und die Mama hat sie gelesen, dann kann sie den Rest der Familie auch beibringen, dann müssen die es nicht lesen. Und dann spielt sie mit denen Poker und kann gleichzeitig noch das Haushaltsgeld aufbessern, wenn sie besser im Poker ist als die anderen. Okay, So, und und jetzt gehen dann. wir mit in die Karten rein. Wie mache ich das jetzt mit den Karten? So, also ich nehme die Karten und dann ich kann ja anfangen zu pokern und dann habe ich die Karten in der Hand und plötzlich sehe ich, da sind Beispielländer. Und wenn ich will, kann ich die Beispielländer einfach mal rausholen. Wir haben es nämlich so gemacht, dass wirklich jedes Land auch mehrfach genannt ist. Und wenn ich die dann kombiniere und ich gucke zum Beispiel also bei Bodenschätze, dann habe ich bei Bodenschätze zum Beispiel Japan. Also sind wir schon wieder bei Japan. Und dann finde ich auch bei Geografie eine Karte Japan. Dann finde ich auch bei Klimazone Japan oder da mal nicht, nee. Aber dann merke ich, ich finde Japan aber noch bei Flora und Fauna. Und ich finde Japan auch bei Religion. Und wenn ich die dann zusammennehme, die Karte, und ich lese sie alle und gucke mir das an, dann weiß ich anschließend, ach ja, Mensch, so ist Japan. Und das Ganze kann ich mit anderen Ländern machen. Und schon merke ich, wie die Länder sind. Wir haben natürlich nicht alle 180 Länder dieser Erde Wollte ich darunter. gerade sagen, also wenn sie das jetzt für Syrien macht, dann darf sie sich natürlich selber das erarbeiten. Ja, aber dafür gibt es ja, das habe ich ja gesagt im Buch, da gucke ich einmal ins CIA World Factbook oder bei Wikipedia dauert der Hauptartikel, das ist eine etwas längere Seite. Und da kriege ich, also die Artikel sind alle nicht länger als 7, 8 Zeilen. Und wenn ich die alle gelesen habe, dann habe ich eine halbe Stunde gelesen. Und dann kann ich mir die Karten vornehmen und kann gucken, Mensch, Syrien. Okay, eine Wüstenregion. Dann nehme ich die Karte mit der Wüstenregion und guck mal, und Religion nehme ich dann die mit dem Islam, je nachdem, um welche Region es geht. Und dann kann ich die Karten kombinieren und nehme mir als dritte, und dann gucke ich, die Wirtschaft in Syrien war zum Beispiel sehr viel, bei der einen Region sehr viel traditionelle Landwirtschaft. So, und dann habe ich die Karten schon zusammen, lese alle 4 Karten durch und ich weiß, wie der andere kulturell tickt. Ja. Ich habe einen Grundeindruck. Oder wenn ich zum Beispiel gucke, Schweiz, dann die Schweiz haben wir sogar drin, dann gucken Da wir haben mal. wir auch einige daheim, die jetzt sicher aus der Schweiz zuschauen. Grüße an Sie.
Ja, immer gerne. Und dann gucke ich eben bei der Bevölkerungsdichte, bei der Wirtschaft, wie ist die Wirtschaft in der Schweiz getaktet und so weiter. Und wenn ich die Karten dann zusammennehme mit dem Beispielland, dann kann ich mir das sofort zusammenreimen, wie die Schweizer kulturell ticken. Und das kann ich bei jedem Land machen, dessen Informationen ich mir bei Wikipedia oder im CIA World Factbook oder wo auch immer rausgeholt habe. Und ich habe die Erklärung. Die steht nämlich nicht bei Wikipedia. Bei Wikipedia steht meinetwegen große Bevölkerungsdichte. Also nochmal, um aufs ganz einfache Beispiel zu kommen. Aber es steht ja nicht, was das bedeutet. Was bedeutet das eben, wenn ich 10 Nachbarn habe? Warum, mit anderen Worten gefragt, gibt es in Deutschland so viele Nachbarschaftsstreitigkeiten vor Gericht? Ist kein Wunder, weil hier eine Menge Deutsche auf engem Raum zusammenhocken. Und das war aber immer so. Und das ist aber die Begründung, warum wir bestimmte Regeln brauchen. Und wenn wir die nicht hätten, dann würden wir leicht anarchisch leben. Wäre vielleicht auch mal ganz witzig, aber ich kann mir das bei Deutschen relativ schlecht vorstellen, dass sie anarchisch leben. Nein, das ist jetzt eine ganz andere Frage. Das führt uns ein bisschen weg. Kommen wir mal zurück. Wenn wir zum Beispiel schauen bei der Flora und Fauna, da habe ich zum Beispiel auch drin die menschengeprägte Monokultur. Das haben sie nämlich inzwischen in ganz vielen Ländern. Und das spielt auch für die Kultur eine Rolle. So, und da kann man nämlich dann sagen, die Kultur dreht sich wie alles andere um die Grundlage der Wirtschaft. Mais, Kaffee oder Reis oder Tee. Auch der Kalender ist danach ausgerichtet. Die Kenntnis dieses Schlüsselprodukts erschließt auch viele Belange der kulturellen Zusammenhänge. Weiß, welches Produkt für eine Gesellschaft wichtig ist, dann weiß ich auch, wie die Gesellschaft ansonsten funktioniert. Und das ist natürlich unglaublich wichtig, um zu begreifen, wie ich mit den Leuten umgehen muss. Und auch, wie ich den Leuten meine Gesellschaft erklären kann. Wir hatten ja vorhin die Folie, im Hinterkopf die eigene Kultur und vor den Augen die andere. Und dann das Gemeinsame suchen und aber auch die Unterschiede erklären können. Denn es hilft mir nichts, wenn ich die Leute in mein Land einlade und sie aus dem Kriegsgebiet raushole und sie dann alleine lasse. Stellen Sie sich ein Flüchtlingslager vor, irgendwo, Gott sei Dank haben wir Frieden seit 70 Jahren, aber stellen Sie sich ein Flüchtlingslager irgendwo weit entfernt vor, wo Menschen mit einem Feldbett zusammenhocken und sie haben in einem Schlafsaal 20 Tiroler, 18 Bayern, 25 Sachsen und dazu 10 Mecklenburg-Vorpommern. Was glauben Sie, wie lange das gut geht? Also ohne gute Beschäftigung und gemeinsame Geschichten, die gut organisiert sind, glaube ich, nicht lang. Nein, das glaube ich nämlich auch. Spätestens beim dritten Essen, wenn der Koch nett sein wollte und er denkt, ja Mensch, die kommen ja alle aus Deutschland, die essen gerne Knödel und der serviert den Leuten Knödel, dann spätestens beim dritten Mal Mittagessen mit Knödeln werfen die Leute mit den Dingern. Und das wollen wir alle nicht. Und warum aber versuchen wir dann bei den Leuten, die zu uns kommen, die alle über einen Kamm zu scheren. Es wäre wichtig, dass man gerade zum Beispiel bei Flüchtlingslagern aufpasst, dass da nicht Leute zusammenkommen, die vielleicht in ihrer Heimat überhaupt nichts miteinander zu tun hatten oder vielleicht sogar im Gegensatz zueinander leben mussten. Und dann sollen sie sich plötzlich hier vertragen und heile Welt spielen. Das geht nicht gut. Und wenn wir aber deren Hintergrund wissen und meinetwegen 3 Stunden investieren, ich glaube wirklich, in 3 Stunden haben sie die Methode hin. Das ist für niemanden, der irgendwo in einem Amt arbeitet oder niemanden, der irgendwo in einer Hilfsorganisation arbeitet, zu viel. Nein. Und wenn er, Oder in der Familie erst recht. ja, und in der Familie natürlich erst recht, und auch zum Beispiel in der Schule. Es ist auch für die Lehrer nicht schwer, die Methode an die Kinder zu bringen. Haben Sie da ein Fallbeispiel, wo das in der Schule einmal gemacht worden ist, dass man das jetzt noch im Finale, weil jetzt haben wir noch ganz wenige Minuten, was wäre jetzt noch wichtig, dass wir mitgeben?
Ja, wie gesagt, wir haben das jetzt in einer Klasse, habe ich das hier mitbekommen, da haben mich Lehrer gefragt. Die hatten auch zum Beispiel ein Mädchen aus Japan und waren natürlich erstaunt und fragten sich, wie kommen wir mit der klar? Und die hatten auch Kinder aus Russland. Auch da die Frage, wie kommen wir denn mit denen klar? Weil das relativ schnell eskalierte. Und eben, da hast du den Emre, den Imre, den Özgür und daneben die Russin und daneben die Amerikanerin und dann vielleicht die neue Japanerin. Und die sind natürlich, und dann vielleicht noch eine Amerikanerin oder was auch immer, oder ein Engländer. Und die sind ja alleine schon, die haben unterschiedliche Lehrerbilder. Ja. Ist ja völlig klar. Okay. Wenn sie aus einem Land kommen, in dem die Hierarchien unglaublich stark sind oder auch sehr altertümlich, dann sind die ganz anderen Schulunterricht gewöhnt. Und wenn die jetzt plötzlich in eine moderne deutsche Klasse mit Inklusion kommen, dann ist das schwierig. Ja, allein über die Kleidung ja schon zu erkennen, die Amerikanerin sitzt vielleicht mit Hotpants und bauchfrei da und daneben ja. die weibliche Muslimin mit Kopftuch und ganz eingehüllt und der junge Mann aus der Mongolei, weiß ich nicht, ja? Ja. Und wie bringe die zusammen? So, und das kann ich ganz einfach tun. Wenn die einigermaßen Deutsch sprechen oder sonst Englisch oder so, dann mache ich auch mit denen die Methode. Und dann lasse ich jedes dieser Kinder seine eigene Kultur nach meiner Methode vorzeichnen. Das haben wir auch gemacht mit einer Flüchtlingshelfergruppe. Da war eine Frau dabei, die kam aus, wo kam die her? Ach ja, die kam aus Nigeria und eine aus Sierra Leone. Und wir hatten zwei Leute, die kamen aus Afghanistan. Und dann waren deutsche Flüchtlingshelfer dabei. Und da haben wir Arbeitsgruppen gebildet und haben die Leute mal eine halbe Stunde lang diese Länder nach meiner Methode beleuchten lassen. Und das Witzige war, da war ich ganz stolz eigentlich, dass der eine Mann aus Afghanistan sagte, jetzt verstehe ich auch, warum meine Landsleute und ich in Deutschland bestimmte Probleme haben. Ja. Und das hat mich natürlich tierisch stolz gemacht. Ich hatte jahrelang, als ich die Methode entwickelt habe, ich arbeite da ja eigentlich schon seit über 20 Jahren dran, und ich habe jahrelang mich immer gefragt, kann es wirklich klappen? Und ich habe mit meinen Kolleginnen dann, mit den Co-Autorinnen dann wirklich an vielen Leuten das ausgetestet. Wir hatten eine ganze Gruppe von Leuten aus Nepal und Bangladesch. Das ist ja für Deutsche auch so alles eine Gegend. Ist aber sehr, sehr unterschiedlich. Ist auch kein Wunder, wollen wir jetzt aber nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall, mit denen haben wir das ausgetestet und es funktionierte. Und ich hatte immer Skrupel. Ich hatte Skrupel, kann es wirklich funktionieren? Inzwischen weiß ich, es funktioniert. Und ich glaube, ich kann auch, und das tue ich ja auch, Leuten das auch zeigen und andere Leute können es auch weitertragen oder für sich selber auch erschließen. Die Methode geht. Sie hat natürlich, ich sage mal, Unschärfen. Das ist völlig klar. Sie ist keine soziologische Methode, um die Kultur des anderen komplett zu durchleuchten. Dazu aber wird sicher Sprache auch noch eine ganz wichtige Geschichte spielen, oder? Natürlich. Und viele Einzelheiten. Aber es geht eben darum, ich muss mit den anderen Leuten ins Gespräch kommen. Ich brauche die Gemeinsamkeiten und ich brauche einfach, eine Angel, um den anderen kommunikativ in meine Nähe zu bekommen. Und das ist meine Methode. In diesem Sinne, wollen Sie noch eine letzte große Message mitgeben an die heute zugehört haben? Eine Empfehlung, eine Message, ja, etwas, was Sie geprägt hat, wo Sie sagen, das ist, wenn ihr schon gar nichts anderes euch merkt, aber erinnert euch daran. Also, was mir immer geholfen hat, ist ein Land kulinarisch zu entdecken. Also ein Land, auch wenn man durch die Gegend fährt und irgendein Land besucht. Nicht nur gucken. Gucken ist wichtig. Und gucken ist auch schön. Und Leute treffen ist auch schön. Aber man kann ein Land auch riechen und schmecken. Und das sollte man tun. Denn erst dann hat man einen umfassenderen Eindruck. Und eine letzte Message von mir ist noch, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit Ihnen das Interview zu führen. Sehr schön. Das beruht mindestens auf Gegenseitigkeit. Ich glaube und hoffe, das ist auch bei Ihnen zu Hause angekommen. Und noch einmal eine große, große Empfehlung meinerseits, sich dieses Buch, das ich gerade da in die Kamera halte, Was Kultur ausmacht, Michael Engelbrecht,
im Scoventa Verlag, ich glaube, spricht sich Scoventa so, ja? Ich glaube. Und ein recht kleiner Verlag, aber mit Riesenpotenzial. Da sind spannende Bücher erschienen, relativ am Anfang noch. Und sie haben da ein kostenlos, eigentlich kann man sagen, das Kartenspiel schon mit dabei. Und das ist eindeutig kein Aufwand, sondern eine große Investition in sich selber. Und wenn sie mit Leuten zu tun haben, die nicht nur aus ihrer kleinen Gemeinde stammen, dann könnte sich das schon lohnen. In diesem Sinne, danke noch einmal, lieber Herr Engelbrecht. Ich danke auch. Bis in Bälle und Ihnen daheim viel Freude. Sie, wenn Sie Fragen haben zur Methode oder auch an den Michael Engelbrecht, gerne über mich, lernenderzukunft.com. Sie können kommentieren, abonnieren. Ich freue mich über alles. Wir freuen uns über Rückmeldungen Ihrerseits. Auch vielleicht Fallbeispiele, wie Sie dann damit gearbeitet haben. Ja, danke. In diesem Sinne, alles Liebe. Bis in Bälle, Ihr Andreas Giermeier.